Alva Freude, der CDU, der Vorsitzende des Innenausschusses der CDU, Wolfgang Bosbach, hat neulich behauptet, dass wir für die Verfolgung von rechtsradikalen Terrorismus sowas wie die Vorratsdatenspeicherung brauchen. Wie ist deine Meinung dazu? Würdest du sagen, dass es dafür notwendig ist? Hätte das an der Stelle geholfen? Herr Bosbach behauptet viel, wenn der Tag lang ist. Also, nein, wir haben ja gesehen, dass die Ermittlungen in ganz anderen Sachen gescheitert sind. Und zumal die Daten ja auch nicht 10 oder 20 Jahre aufgehoben werden würden, sondern nur eine kurze Zeit. Es weiß keiner, ob die Verdächtigen Mobiltelefone bei sich geführt und Telefonate getätigt hatten an diesen Orten. Und vor allen Dingen mit welchen Anschlüssen, mit welchen Nummern und so weiter. Also ist zu behaupten, die Sachen wären längst aufgeklärt, hätten wir die Vorratsdatenspeicherung, ist natürlich Quatsch, weil wir hatten ja auch die Vorratsdatenspeicherung einige Zeit lang. Also wenn die Standortdaten der Mobiltelefone und die Verbindungsnachweise, wer wann mit wem telefoniert hat, geholfen hätten, dann hätten sie ja auch geholfen. Aber es hat eben nichts geholfen und das ist einfach Augenwischerei, um zu versuchen, hier die Vorratsdatenspeicherung durchzudrücken. Du hast ja vorhin auch darauf Bezug genommen, du bist Mitglied der Enquete-Kommission. Was würdest du dir denn jetzt wünschen, was bei der Enquete-Kommission herauskommt? Du hast kurz über die Arbeit gesprochen und wie da vielleicht durch Geschäftsordnungstricks mal die Arbeit aufgehalten wird, aber wie es andererseits auch sehr produktiv ist. Was wäre so dein Wunschergebnis für die Enquete? Ja, ich habe jetzt keinen so einen singulären Wunsch, wo man sagen kann, dieses eine muss erfüllt werden, sondern ich denke, insgesamt wünsche ich mir, dass wir einen Abschlussbericht hinkriegen, einen guten Text, mit dem sich alle identifizieren können, der nicht irgendwie von Gelaber zersetzt ist, wie es auch einfach passiert. Ja, auch meistens hat man eben keine Zeit, Texte schön kurz und knapp zu formulieren, sondern ergeht sich eben in langen Laberorgien. Leider. Also da würde ich mir wünschen, dass da mehr passiert und dass wir es hinkriegen, zu guten Empfehlungen zu kommen, die Politik dann auch die nächsten 10 Jahre oder 15 Jahre dann ja, mit guten Vorgaben oder mit guten Hinweisen, sagen wir mal, versorgt. Okay, vielen Dank. Das war's schon. Das war's. Danke auch.